Guten Morgen zusammen. Ich bin in Bad Schwartau und wollte dieses Video auf dem Bismarckturm beginnen mit so einer schönen Rundumsicht Richtung Bad Schwartau und Travemünde runter. Jetzt stehe ich leider hier vor diesem Gatter, wo steht, dass der Bismarckturm wegen Sanierungsarbeiten bis aufs Weitere geschlossen ist. Naja, der Bismarckturm ist von 1901, also daher kann er auch ruhig mal saniert werden. Aber warum denn gerade jetzt, wo ich mich hier hochgequält habe? Ich weiß nicht, ob man das da in der Ferne gut erkennen kann. Ich zoome mal wieder ein bisschen. Dort hinten ist Bad Schwartau. Von da bin ich jetzt gerade gekommen. So 4,5 Kilometer den Berg hier hoch. Kleinste Gang. Wir haben nur 8 Grad, aber mir ist muckelig warm. Das heißt aber jetzt im Umkehrschluss auch den Berg wieder runter. Da wird mir garantiert wieder schön kühl. Und dann geht's ab nach Bad Schwartau. Und so flott geht's hier runter. So, jetzt bin ich in Bad Schwartau. Und zwar am Markt. Dort vor mir ist das Amtsgericht. Hier dieser schön geschmückte Brunnen. Und dort das Rathaus. Und da gehe ich jetzt mal rein und guck mal, ob es da so einen Touri-Stadtplan gibt. Jo, ich fahre erstmal durch so ein kleines bewaldetes Stück. Weil das mit der Touristeninformation war so ein bisschen flop, war nicht besetzt und wirkliche Flyer gab es auch nicht. Deswegen orientiere ich mich jetzt erstmal und dann zeige ich euch was. Schön hier in der Innenstadt, so eine kleine Passage mit Cafés und Geschäften. Ja, das zieht sich dann hier noch so ein bisschen rum. Und diese riesigen Parkflächen hier sind alle kostenlos 2 Stunden mit Parkscheibe. Ist mittlerweile in den Großstädten auch selten geworden. Ja, und ein höher als diese Einkaufsstraße da unten ist hier diese kleine Seitenstraße, die ich jetzt erstmal hochfahren werde. Das sieht doch sehr einladend aus. Ist doch wesentlich schöner als die moderne Einkaufsstraße und auch alles voller Geschäfte hier. Und kleinen Cafés. Ja, hier stand gerade ein Schild Richtung Museum. Schon sehr gepflegt hier. Ja gut, das ist das Museum der Stadt Schwartau oder Bad Schwartau. Nicht ganz so beeindruckend, wie ich jetzt gerade mir vorgestellt habe, wo ich in die Straße reingefahren bin. Und dort geht es wieder Richtung Kurpark. Aber den schaue ich mir nachher an. Der scheint auch recht groß zu sein hier. Hier ist ein Teil der Schwartau-Werke zu sehen, gehört natürlich auch dazu. Was es viel hat hier in Bad Schwartau sind Kirchen, der verschiedensten Kirchengemeinden, evangelisch, katholisch, freie und was weiß ich nicht noch alles. Jo. Also ich war jetzt gerade hier bei dem Gotschi-Essen und dort gibt es alles, was es halt so im Stellenbiss gibt, unter anderem auch noch Kaffee, Kuchen, Eis und das ja, zu guten Preisen. So wie ich das auf jeder Tour mache, gehe ich einmal essen irgendwo und das schien gerade passend. Und alle 2 Wochen einmal essen gehen. Man gönnt sich ja sonst nichts. So, ich bin jetzt hier an der Holstentherme, hier rechter Hand und fahre da so entlang und dann kommt man unten zu einem schönen See, wo da vorne auch eine Hinweistafel ist, dann kann ich euch auch bestimmt sagen, welcher See das hier ist. Das Ganze gehört zu der Kurparkanlage und ist hier ganz nett aufgeteilt. Upsala. Und zwar ist das der See ohne Namen. Tja, war ein Versuch wert.
Aber dort drüben ist der Zauberwald. Schön anzusehen. Also hier in dem Park kann man schon so das ein oder andere Stündchen mal verbringen. Gibt auch so Minigolfanlagen, Kiosk und schöne Wege zum Laufen. Sehr schön angelegt. Ist für mich bisher das Highlight von Bad Schwartau. Hier geht es über Eichenbohlen schön runter ins Schilf. Ja, das war's auch schon wieder mit Bad Schwartau. Es ist ein netter, kleiner, doch typischer Kurort. Ich werde von hier aus wahrscheinlich noch meine Lübeck-Runde drehen. Aber das werdet ihr dann im nächsten Video noch sehen. Also, mit den Bildern verabschiede ich mich wieder von euch. Macht's gut, euer Markus.